Willkommen zu dieser Folge von Business Planet. Wir sind in Edinburgh in Schottland, um das Netzwerk Enterprise Europe Network kennenzulernen, das kleine und mittlere Unternehmen unterstützt. Jane Waters von Scottish Enterprise ist bei uns. Sie koordiniert das Enterprise Europe Network. Jane, was genau macht dieses Netzwerk? Ich sehe die Stärke des Enterprise Europe Networks darin, ein Netzwerk von Netzwerken zu sein, mit Verständnis dafür, wie die Hilfe für Unternehmen auf lokaler Ebene wirklich funktioniert, ebenso die Geschäftswelt. Meine Rolle besteht darin, die Einrichtungen in meiner Region oder meinem Land zu kennen, die den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, helfen können. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen von uns technische Hilfe braucht, dann können wir über unsere Netzwerke eine passende Lösung finden. Danke, Jane. Schauen wir uns jetzt ein konkretes Beispiel hier in Schottland an. In Scozia, Edimburgo. Nova Innovation aus Edinburgh ist ein kleines Unternehmen, das Turbinen für Gezeitenkraftwerke herstellt. Damit kann Energie aus dem Tidenhub des Meeres, also aus Ebbe und Flut, gewonnen werden. Nova Innovation konnte sich einen wichtigen Teil am Markt für erneuerbare Energien sichern. Das gelang auch über neue Vernetzungsmöglichkeiten und den Zugang zu EU-Geldern. Nova Innovation und IDETA, unser belgischer Partner, haben das weltweit erste Serienmodell für Offshore-Energie gebaut. Wir haben uns gut ergänzt. IDETA hatte Fachwissen im Bereich Projektabwicklung und Nova bei der technischen Auslieferung. Und so hat es Nova Innovation auch dank der Hilfe des Enterprise Europe Network auf den internationalen Markt geschafft. Durch den Kontakt mit anderen europäischen Unternehmen kam Nova zudem leichter an Gelder der EU. Schon bald will Nova erstmals Maschinen ins Ausland verkaufen, etwa nach Kanada. Jane, woher wissen Investoren, dass ihre Investition sich lohnt? Wir arbeiten mit investitionsorientierten Kollegen und Beratern, die die Dienstleistungen des Enterprise Europe Networks ergänzen. So wird Unternehmen geholfen, einen stärkeren Investitionsfall aufzubauen, einen Pitch. Außerdem wird alles dokumentiert. Die erfolgreichsten Fälle von EU-Förderung gibt es immer dann, wenn Unternehmen sich um ein eigenes Einzelprojekt bewerben. Das lief früher über regionale Fördereinrichtungen. Das hilft ihnen, künftige Förderungen sicherzustellen. Danke, Jane, und danke, liebe Zuschauer. Mehr Informationen zu Business Planet finden Sie auf unserer Website und in den sozialen Netzwerken. Bis bald.